Mein Name ist Verena Meyer und ich habe in Heidelberg und an der Hebrew University Geschichte, Anglistik, Philosophie und europäische Kunstgeschichte studiert und bin seit 2018 Doktorandin an der Forschungsstelle Antiziganismus. In meinem Dissertationsprojekt beschäftige ich mich mit dem Völkermord an Sinti und Roma aus lokalgeschichtlicher Perspektive, mit Fokus auf die Stadt Magdeburg. Und in einem zweiten Teil möchte ich auch nachzeichnen, wie der Völkermord in der SBZ und DDR aufgearbeitet wurde. Ausgangspunkt meiner Recherchen waren 587 sogenannte Zigeuner-Personalakten. Sie sind als geschlossener Bestand im Landesarchiv Sachsen-Anhalt in Magdeburg überliefert und gelten als Schlüsseldokument an dem Völkermord an Sinti und Roma. Und anhand dieser Akten ist es mir möglich, die Schicksalswege einzelner Verfolgte nachzuzeichnen, aber auch die Arbeitsteiligkeit innerhalb der Kriminalpolizeistelle in Magdeburg bei der Umsetzung dieses staatlich organisierten Genozids. Im Rahmen der Förderung der Gerald D. Feldman Reisebeihilfen möchte ich Recherchen in den National Archives in den USA und in Großbritannien tätigen. Bei diesen Recherchen wird es vor allem darum gehen, die Internierungspraxis der Alliierten in Bezug auf die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei nachzuzeichnen. Denn Magdeburg wurde im April 1945 von US-Streitkräften befreit, dann von britischen Besatzern übernommen im Juni und im Juli schließlich von der sowjetischen Besatzungsmacht. Zu dem Zeitpunkt war bereits 84% des gesamten Personals neu eingestellt worden und zeigte keine NS-Kontinuitäten auf. Mit meinen Recherchen im Ausland möchte ich auch dazu beitragen, das Bild der NS-Kontinuitäten in Ostdeutschland zu komplementieren und vor allem in Bezug auf den Völkermord an Sinti und Roma und in Bezug auf die Kriminalpolizei zu fokussieren und dann eben auch nach den NS-Kontinuitäten fragen und auch nach der Strafverfolgung der Täter. Es gibt bereits einige Forschungen aus lokalgeschichtlicher Perspektive, die haben jedoch ausschließlich die Bestände in den Regionalarchiven einbezogen und ich denke, dass die Forschung im Ausland dann einen wichtigen Beitrag zu dieser transnationalen Perspektive beitragen können.